Hallöchen. Ja, heute gibt es einen Adventskalender. Ich weiß noch nicht, ob ich den in diesem Jahr, also 2022, noch online stelle oder ich ihn für dieses Jahr bastel oder und dann im nächsten Jahr hochlade, weil ich glaube, dass ich zu spät fertig werde, dass ihr den noch nachbasteln könnt. Der ist auch nicht 100% perfekt, aber ihr wisst ja, ich bin ein bisschen faul und habe mir, also ich habe bei Steffi, also den YouTube-Kanal von Steffi, verlinke ich mal unten das Video, so einen Kalender gesehen mit diesen Dreiecken, in viel kleiner. Ihr wisst ja, ich brauche immer ein bisschen was Größeres, um auch was drin zu bekommen. Und dann habe ich mir die Technik angeguckt, wie sie das gemacht hat und habe das für mich ein bisschen abgewandelt. Also sie hat so einen Kalender gemacht, besteht aus diesen Dreiecken und dann ist es wie so ein Baum, ne? Also bei mir wird das ein bisschen anders. Vor allen Dingen, sie hat ja immer 24 Dreiecke gebastelt hier oder ja, Dreieckschachteln. Und dann bei dieser Art von Kalender kommt immer, Entschuldigung, um jede Dings so eine Hülle rum und dann zieht man die Schachtel raus und öffnet sie hier oben. Und ich habe gedacht, nee, das ist mehr viel zu viel Arbeit. Und ich habe die einfach nur so gebastelt. Also die wird jetzt hier vorne geöffnet. Ist ein bisschen frickelig, aber ich denke immer so, Mensch, das reicht doch für so einen Kleiner. Also ich habe mir dann überlegt, hier ist mal so eine Endschachtel. Ich habe natürlich schon fast alle 24 fertig. Ich klebe hier so ein, also man kann auch einen Kreis nehmen oder was auch immer. Mit dem ziehe ich das dann raus und durch diese Festigkeit wird es halten. Und ich möchte die nachher einfach dann alle aneinander kleben. Ich verrate schon so viel nicht in Baumform, das wäre ja langweilig. Und ja, also wie gesagt, dadurch entstehen natürlich, ich weiß nicht, ob das durch das Papier ist oder was, auch so ein paar Unschönheiten, aber ich denke mal, das ist doch egal, der wird in der Saison benutzt und dann wartet. So, ich habe verwendet. Also man verbrät unheimlich viel Papier, hat aber auch sehr viel Reste. Ihr könntet das natürlich euch auch umrechnen in noch größer, dann verbraucht er vielleicht so ein ganzes 12x12 Blatt. Ihr braucht auf jeden Fall 24 aufeinander abgestimmte Papiere. Ihr könntet das auch komplett in weiß machen, habe ich mir überlegt, sieht vielleicht auch schön aus. Oder ich hatte dann gedacht, nur in grün, nur in rot oder so. Ich habe es jetzt ganz bunt gemacht aus diesen neuen, also in 2022 neuen und der ist so ja aus 2019 oder 20 oder 21, weiß ich nicht, nee, 21 glaube ich. Also die haben für mich so farblich gut zusammengepasst. Da habe ich mir jetzt schon 24 Papiere rausgesucht und schon 23 Boxen gebastelt. War dann doch länger, als ich dachte. Aber wir machen jetzt noch eine zusammen und dafür müsst ihr das Papier auf, warte schnell, habe ich schon wieder vergessen, auf 20 mal 24 cm schneiden. Wenn ihr ein Papier mit Richtung habt und möchtet, dass halt die Richtung dann hier gerade zu sehen ist, wartet mal, ich zeig mal eins. Hier habe ich mal eins mit Richtung. Also hier stehen die auf dem Kopf, aber da sind sie richtig rum. Also wenn ihr das so haben wollt, wobei das völlig egal ist, weil hier vorne ist es jetzt doch falsch rum. Aber falls ihr darauf achten möchtet, es sei so viel gesagt, die 20 cm ist halt, also ich habe es immer so geschnitten, dass das ist ja hier meine Richtung, dass das die 20 cm sind. Und die 24 sind dann die andere Seite. Aber wie gesagt, eigentlich ist es Wurst, weil irgendwie dreht sich das durchs Falten dann doch alles irgendwie. Habe ich mich jetzt verschnitten? Nee, 24. So, dann braucht er natürlich ein Faltbrett, wenn es geht. Und dann falzen wir. Oh, zeigt mir hier nicht gestochen. Dann falzen wir. Mein Lieblingsfalztool ist immer weg, wenn ich mit euch falze. Ach nee, hier ist es. Dann falzen wir an der langen Seite bei 6 und bei 18. Ich weiß immer ja nicht, ob das wirklich die lange Seite ist, aber ich denke schon, die ist lang. Manche, ich habe mal eine gesehen, die hat im Video gesagt und hat gesagt, das ist die lange Seite. Naja, also für mich ist es so rum die lange Seite. Also hier sind 20, 24 cm, falzen wir bei 6 und bei 18. Dann drehen wir das Ganze und falzen bei 6, 12 und 18. Ne? Dreieck, deswegen drei gleich große Teile und eine Klebelasche. Wartet mal, hier sieht man es besser. So, dann zeichne ich euch jetzt mal an, was weg kann. Und zwar schneide ich jetzt hier so ein bisschen neben der Falz. Immer innen so, dass die Falz dann weg ist.
Und dann hier, so ebenfalls. Und schneide das jetzt so aus als Klebelasche. So. Ich versuche mich hier am Zeichnen, war. Hey, ich blute! So, ne? Also so sieht es dann aus. Wisst nicht, sieht man das? Also die Bereiche hier schneiden wir jetzt weg. Ich mache das immer gerne mit einer großen und langen Schere. Die, wenn es geht, bis in die Spitze schneidet. Meine reißt dann immer so ein bisschen das Papier ein, aber das stört mich eigentlich nicht weiter. Hoffe nicht, dass ich mir jetzt hier mein Papier vollschmiere. So, ah doch, Moment, nur mal ein Pflaster holen. Die bestörte war. So, ich würde jetzt aber, hätte ich auch vielleicht schon vorher machen sollen, nochmal alle durchfalzen. So, und dann, wie gesagt, ich schneide mir das immer so ungefähr die Hälfte, schneide ich weg und schön anschrägen. Also das schneiden wir nachher nochmal an der Seite, wo wir nicht kleben, nach. Das werdet ihr gleich sehen. Also die Box an sich finde ich echt super einfach. Aber natürlich ist es relativ viel Falze und auch Abfall. Aber ja, wenn man erstmal so, also ich sag mal so, man muss die Schritte dann nicht für jede Box einzeln machen, sondern sich immer so ein bisschen aufteilen, ne? So. Dann hier oben ist die Klebelasche. Die lasse ich hier in dem Fall mal gerade, damit ihr seht ja, ihr klebtet nicht von innen ein, sondern von außen. So, und Steffi hat das jetzt so gemacht. Ne, wartet mal. Ich schweife ab. Erstmal falzen wir. Also ich habe eigentlich am Anfang einfach mir die beiden Ecken hier aufeinander gelegt und dann hier so ein Triangel reingedrückt. Das war dann aber nachher ein bisschen doof, weil mir das hier eingerissen ist. Deshalb habe ich mich dann doch leider entschlossen, die längere Variante zu machen und das zu falzen hier. Das ist ja wie bei so Dreiecksboxen immer, habe ich mir einfach dann das hier markiert in der Mitte, also bei 3 cm in dem Fall, weil 6 ist es ja breit. Dann, wie gesagt, das Lineal wieder angelegt von Ecke zu Ecke und gefalzt. Und gleich, also ich mache das ja, habe ich ja bei meinen anderen Boxen im letzten Jahr, ich verlinke das mal, da habe ich auch so Dreiecksboxen gebastelt. Oder in diesem Jahr, ich muss mal sehen, wann ich das hochlade. Vielleicht mache ich es auch noch als 6 Sonntage Advent. Mal gucken. Weil eigentlich, ich habe es jetzt innerhalb von, also am Wochenende jetzt stelle ich es fertig. Ich hätte es an einem Tag locker geschafft, wenn ich hintereinander weggearbeitet hätte. Also wenn man sich dann so nachmittags Nachmittag mal vornimmt, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Ich klebe alles mit Buchleim heute, falls die Frage wieder kommt. Dann ist es zwar manchmal so ein bisschen die Welt, aber ich brauche was, was richtig hält, weil ich die Boxen ja nachher auch noch aneinander klebe. So, und Steffi hat jetzt einfach, also die Falzlinien werden nach außen gefalzt, weil das die Ecke ja so reinkommt. Dann falze ich das jetzt hier mal nach. Und die Steffi hat jetzt einfach hier die ganzen Klebelaschen angeklebt und hat oben das Dreieck dann, das ist dann der Verschluss gewesen und hat das hier einfach abgeschrägt und reingesteckt, ne? Aber ich geklebt das nachher zu und lasse die eine Seite eben hier offen. Also, Kleberschen. Und eigentlich ist es auch ein super Projekt, um Papier, was eben nicht so, euch vielleicht nicht so gefällt, irgendwie, oder, also ich finde es jetzt cool, ich habe von dem neuen Block hier zum Beispiel jetzt ja auch ganz viele Abschnitte, den würde ich ja, wenn ich Karten bastel, zum Beispiel nie verbasteln, komplett so ein Block, also so viel Karten brauche ich einfach nicht. Und da könntet ihr eben jetzt von den Resten, weil ich schneide ja bei 20 ab,
Das 12x12, dann hat man ja immer noch 10 cm mal 30 cm Streifen übrig und 10 cm passt ja immer auf Karten, ne? Also deshalb habe ich jetzt viele Reste zwar, Reststreifen, aber die kann ich ja schön für Karten dann verwenden. Für Weihnachtskarten. Das fand ich jetzt ergänzend. Und die Box an sich finde ich auch schön. Einfach so als Geschenkpackung. Gibt es auch Stanzen, glaube ich, in der Art. So, jetzt, wie gesagt, die Seite bleibt offen oder eine Seite bleibt offen. Und das hier oben klebe ich zu. Hierfür drücke ich natürlich das hier schön aufeinander und ziehe mir das so runter, damit das auch wirklich plan dann klebt. Und hier genauso schön runterziehen und auch mal reingreifen, damit es hier in der Mitte auch klebt. Wie gesagt, ich mache das alles mit Flüssigkleber, mit Klebeband. Hast du ganz schnell dann auch schief. So, ne? Mein Büchslein fertig. Jetzt passt es ja hier natürlich nicht. Und dann nehme ich mir einfach meine Schere und schneide an der Schnittkante hier entlang einfach ein Dreieck rein. Und dann gucke ich mal, ob das passt. Drückt das ein bisschen zusammen. Nö, ist noch ein bisschen zu lang. Deshalb schneide ich das einfach so noch ein bisschen ein. Also das ist jetzt ein bisschen Zirkelarbeit, aber nicht zu viel abschneiden. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Dörte-Style hier der Verpackung, aber ich finde das schön und jetzt hält es. Und wie gesagt, ich habe jetzt wieder hier mein Glitzerpapier und stanze mir jetzt hier mit meinem kleinen Stanzer. Wie gesagt, so einen kleinen Sternstanzer hat ja auch jeder zu Hause. Ich finde halt Stern wegen Weihnachten schön. Dann nehme ich mir das nochmal raus hier. Und klebt mir das einfach. Also muss man halt eigentlich mal sehen. Obwohl es eigentlich egal. Also manche Boxen stehen ja nachher, wenn ich das zusammenklebe, so auf dem Kopf. Und die anderen so rum. Also kann man auch vielleicht erst ankleben, wenn man alle Boxen zusammengeklebt hat. Aber ich mache es jetzt einmal hier für euch. Also ich klebe einfach die Sterne aufeinander. Dadurch wird auch noch mal ein bisschen dann die Schachtel am Ende zugehalten. So. Ne? Nur hier ist hier mein Sternchen. Und ich kann, wenn es trocken ist, ich lasse es jetzt erstmal trocknen. Kann ich das machen? So, und das machen wir dann 24 Mal. Außerdem habe ich mir, weil ich jetzt nicht so eine kleine Zahlen hatte, also ich habe so eine kleine Stanzzahlen, aber ich wollte jetzt auch nicht schon wieder stanzen und stempeln und wie es icke wart. Und deshalb habe ich mir bei Rossmann war das, glaube ich, so eine, einfach so eine Klebe, so eine Aufkleber gekauft. Da habe ich wieder nicht richtig hingeguckt, habe ich mir gleich zwei Pakete gekauft, dabei steht da zwei Blatt. Also die sind doppelt drinne. Und da habe ich mir einfach, weil die farblich fand ich passen, die habe ich mir aber natürlich, ihr könnt sie jetzt einfach so, wie sie sind, hier auf die Päckchen kleben. Ich habe sie mir wieder, wie beim letzten, also im letzten Jahr oder im letzten Video, gemattet, weil ich finde, ein bisschen Glamour und Gold muss man schon haben. Und ja, das schneide ich mir jetzt einfach mit der Hand oder jetzt mal so ein bisschen hier. Die sind eigentlich alle gleich. Ich weiß nicht, warum sie die 5 und nicht die 6 groß gemacht haben. Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also ich lasse dann so einen ganz dünnen Rand stehen. Ich zeige das jetzt einmal beispielhaft für die 24. Dann schnibbel ich mir die aus und komme dann zurück mit den 24 Boxen. Die werde ich schon zum Teil jetzt aneinander kleben und dann zum Schluss noch mal mit der letzten Box zu euch kommen. Also das werden dann meine Zahlen werden, so gemattet. Die klebe ich dann mit einem Klebepunkt, mit einem Foam Tape, mit einer Erhöhung im Prinzip auf, damit das noch mal ein bisschen schicki wird. Ja, wobei die 24 ist jetzt echt ein bisschen groß. Da muss ich mir noch was überlegen.
Wahrscheinlich klebe ich die dann eher hier so ran oder ich schneide sie noch kleiner, sehe ich jetzt erst. Die kleinen passen auf jeden Fall. Und die hier eigentlich auch. Ja, also ich räume mal ein bisschen auf und komme mit den Schachteln wieder. Bis gleich. Tada! So, ihr Lieben, ich bin kurz vor verzweifelt und denke so, ach, lösche ich jetzt das Video? Das ist doch nicht so ein bombiger Kalender. Ich wollte es mir einfach machen und was Schnelles machen, aber irgendwie war das jetzt eigentlich mit Abstand der aufwendigste Kalender und er fällt mir, also so vom, wenn man es jetzt hier so sieht, also fehlt noch eine Box, die kommt jetzt hier oben noch rauf, dann finde ich es schon schön, aber ihr seht, er hat halt Schwächen. Also erstens mal ist es wirklich so, ich habe hier altes Papier, da sind die Ecken perfekt, dann habe ich neues Papier. Da sind die Ecken halt so eingerissen teilweise. Das gefällt mir nicht. Und dann habe ich das ja aneinander geklebt. Das ist jetzt frisch geklebt mit Buchleim. Aber irgendwie, ja, hier seht ihr ja, hier ist dann so ein bisschen so ein, irgendwie ist er ein bisschen lummelig, sage ich dazu immer. Dann rutschen die Taschen natürlich immer drin. Die Türchen. Also ich finde, ja, weiß ich nicht. Also entweder würde ich es, wenn ihr das nachbasteln wollt, würde ich es in einfarbig basteln, in weiß oder so, also oder mit durchgefärbtem Papier, weil dann sieht man diese Schwachstellen einfach nicht so. Bei mir ist ja das Papier nicht durchgefärbt und hat immer eine weiße Seite und dadurch sieht man natürlich die Ungenauigkeiten, ne, die ich so habe. So von Weitem ist er natürlich top, ja. Aber ich finde, er ist irgendwie nicht so schnell, wie ich dachte. Was jetzt ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist halt diese Zusammenkleben, weil ich ja immer so ein bisschen halten musste. Eigentlich müsste ich jetzt überall nochmal Leim draufgeben und so ein bisschen immer mit Druck eine Weile halten. Aber ja, nee, ist mir jetzt zu anstrengend, bin ich jetzt durch mit dem Ding. Und ja, also die Beschenkte wird sich sicherlich freuen, weil die sieht ja nicht so genau hin wie Icke vielleicht, hoffe ich mal. Und ja, also ich wollte es euch jetzt nicht, doch nicht vorenthalten. Aber wie gesagt, es hat so seine Schwächen. Aber ihr könnt mir jetzt vorstellen, erst habe ich übrigens noch ein bisschen Deko, aber da ich jetzt so viele verschiedene bunte Papiere genommen habe, mache ich keine Deko mehr. Auch nicht hier am Rand. Hier habe ich halt nicht aufgepasst. Ihr seht es. Da ist die Klebelasche von außen zu sehen. Das habe ich hier ein bisschen besser drauf geachtet. Also wie gesagt, ihr seht ja die, ich habe halt, zeige ich euch jetzt mal. Also ich habe hier mein Buchleim und einen Pinsel und habe halt immer auf die Seite. Also meistens die, die so rumstehen, die haben ja nur eine Klebekante, aber die hier drinnen sind, haben ja zwei Klebekanten. Da muss man dann natürlich ganz schön aufpassen, dass man das nicht falsch einklebt. Hier habe ich es jetzt falsch eingeklebt, ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Man könnte das so ja abwechseln, weil die Boxen, die so nach also die gerade rum sind, da sieht man die Zahlen von Weitem halt schlechter, weil die ja so nach unten gekippt sind. Naja, egal. Also wie gesagt, ich zeige jetzt einmal, wie ich das gemacht habe. Ich habe halt hier mein Buchleim, der ist kurz vor alle, aber das war jetzt eine schöne Möglichkeit, den mal alle zu machen. Und gucke halt, wo meine Tür, wo mein oben oder unten ist, wie auch immer. Und ihr seht schon, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Block, der aus den neuen, also ich weiß ja noch nicht, wann ich das Video hochlade, ob ich es noch dieses Jahr hochlade, Blöcken ist, also aus 2022. Und ich habe da einen echten Unterschied zu 2021 festgestellt, denn das ist viel dünner. Das merkt man jetzt hier auch beim Einstreichen wieder total. Dadurch wälzt sich das auch und reißt halt auch schneller an den Ecken hier ein. Dadurch sieht das jetzt eigentlich schon aus wie benutzt, da man ja hier auch immer, also ihr seht, ihr klebt das jetzt hier an, dann mache ich ja die Tür auf und beim Tür auf- und Zumachen wird das ja auch schon immer beansprucht. Und ja, je öfter man das macht, umso mehr sieht man das und das ist bei denen, das sind hier alte Boxen, alte Papier, da ist, das sieht man das irgendwie nicht so. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme mir dann halt noch ein größeres Falzbein oder einen Löffel könnt ihr auch nehmen und drück halt nochmal an und warte halt, dass es ein bisschen, also bei denen, die so rum sind, ist das relativ einfach. Ein bisschen schwieriger ist es hier, die hier reinzukleben. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man sich die Tür nicht zuklebt. Ja, und das war jetzt meine 24. Also wie gesagt, die beiden großen Klebchen, die habe ich halt immer so ausgerichtet, dass sie so nach unten zeigen, sonst sieht man die nämlich oder sonst kriegt man die ja nicht drin. Und ja, das war mein Watch Me Craft. Ich werde es als Watch Me Craft verkaufen, weil
Ja, ich bin nicht so überzeugt davon. Vielleicht, ich hoffe, dass mir im nächsten Jahr dann noch bessere Kalender einfallen. Also vielmehr für euch ist es ja dieses Jahr. Lasst euch überraschen. Vielleicht mache ich auch, irgendwie dachte ich jetzt so dieses Jahr, ach, vielleicht machst du einfach mal nur ganz normale, wirklich Tüten, habe ich ja letztes Jahr schon erzählt und nicht gemacht. Gekauft habe ich sie schon. Aber ja, das ist ja auch schön. Die kann man dann schön dekorieren mit Stempeln und Stanzteilen oder so. Und hat nicht diesen Aufwand. Ja, von der Seite sieht es auch cool aus. Also eigentlich sieht es cool aus irgendwie. Deswegen habe ich den ja gebastelt. Ich fand das ja schon bei der Steffi schön. Wobei ich jetzt hier, wie gesagt, ja ein bisschen anders geklebt habe, weil mir das so besser gefällt, wie so kleine Häuschen wirkt das, wie so eine kleine Häuserburg sozusagen. Oder wie Berge. Könnte man auch in Weiß machen zum Beispiel. Und hier, oder in Dunkel und dann wie so Schnee hier drauf machen zum Beispiel. Könnte ich mir das vorstellen. Wie gesagt, aber ich werde ihn jetzt so lassen. Vielleicht klebe ich hier nochmal was drüber, weil das hier nicht so schön ist. Mal schauen. Ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das seht hier mit diesen Schwächen. Und ja, ist halt aufwendig, ne? Das sind halt 24 echte Boxen mit viel Klebe und Gefalze und ineinander kleben noch. Also das war jetzt echt aufwendig. Ja. Dann bedanke ich mich für eure Geduld und hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, ich habe ja auch das woanders gesehen und habe mich irgendwie inspirieren lassen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das besser gekonnt hätte, wenn ich bei der Steffi, die hat ja rundherum dann nochmal so was gemacht, ob das dann besser ausgesehen hätte. Naja, gut, die Schachteln wären zugeklebt. Dann würde das hier so aussehen wie hier wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Okay. Egal, wahrscheinlich fällt er mir dann doch irgendwann und ja, von Weitem sieht man es nicht so. Keine Ahnung. Also, ich danke euch. Lasst mir ja ein Abo da. Gerne Kommentare und Däumchen nach oben. Freue ich mich natürlich auch sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, morgen Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!